Hallo, heute zeige ich euch die Emblem von Norm Copenhagen. Die Lampe ist gemacht worden von Simon Legald, einer der absoluten dänischen Topstar-Designer aktuell, macht sehr, sehr viel für Norm Copenhagen. Er selbst sagt über die Lampe, sie ist den Hi-Fi-Geräten der 60er Jahre nachempfunden, deswegen wohl auch Amp-Lamp, hier mit diesem Glühdraht drin. Die Lampe selbst gibt es in drei verschiedenen Formen, das ist einmal diese etwas länglichere, das bauchige hier oder auch als Tischlampe. Farblich gibt es sie einmal in grün, so wie hier zu sehen, und einmal in einem schwarzen Rauchglas. Das wäre dann diese Variante. Kommt du das Ganze in einem solchen Karton. Man sieht die Lampe hier vorne nochmal, die Energieinformationen. Hinten sind nochmal ein paar Informationen zum Designer und zur Lampe drauf. So, ich habe das schon mal vorbereitet, weil das etwas knifflig ist. Wir haben innerhalb dieses Kartons einen solchen Styroporblock, damit nichts kaputt geht. Außen dran haben wir eine kleine Tüte. Und da ist drin ein paar Handschuhe, damit man die Lampe nicht dreckig macht. So, das kann man dann hier drüber ziehen, das sind Einweghandschuhe. Eine Aufbauanleitung, wobei das wirklich selbsterklärend ist. Ich zeige auch gleich, wie es geht. So, und dann zur Lampe selbst. Wie bei Norm immer, alles sehr, sehr gut eingepackt. Wir haben hier den Glaskörper. Der sieht so aus. Das Kabel ist hier auch extra verpackt. Ich schneide es hier mal auf. Und an dem Kabel dran, das muss man wissen, ist die Fassung, welche übrigens aus Marmor ist. In der grünen Variante haben wir hier auch einen grünen Marmor. In der schwarzen hätten wir dann eine schwarze Marmorfassung. Das ist wirklich massiv. Das Kabel ist 4 Meter lang. Das reicht dicke aus, um es überall dran zu hängen. Ich persönlich finde, zu zweit sehen die immer besonders schön aus. Man kann auch mit den Farben variieren. Dann wird zur Installation das Kabel einfach durch die Lampe geschoben. Dann ist die Fassung drin. Das kann ich hier auch gerne nochmal zeigen. Das ist wirklich, wirklich einfach. Das wird so hochgenommen, dann hat man hier die Fassung und schraubt die Birne rein. Nicht wundern, ich kann die anfassen, das ist ein Halogendraht, das ist nicht warm. Dazu muss man wissen, die Lampe wird ohne Leuchtmittel verwendet. Das ist eine E14-Fassung, das kennt man am ehesten noch von diesen Kerzenglühbirnen. Wir bieten natürlich auch die passende Birne an, das ist die hier drin ist, die gibt es bei Norm auch. Kostet aktuell 7 Euro, kann man sich überlegen, ob man die gerne mitbestellen möchte oder sich eine andere Birne besorgt. Macht aber Sinn, die mitzubestellen, dann sieht es genauso aus wie hier. So, das ist also eine Birne, die kommt da rein, die wäre dann in dem Fall auch mit dem Karton. Ja, ich persönlich finde, das ist eine super schöne Lampe. Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, die hat einen super, super guten Preis. Wirklich fair dafür, dass das hier handgearbeitetes Glas ist, eine Marmorfassung, ein Textilkabel. Ist das eine wirklich, wirklich faire Preisberechnung. Wenn ihr noch Fragen zu der Lampe habt oder zu einer anderen Variante oder was ihr wollt, dann schreibt uns wie immer eine E-Mail, kommt vorbei im Laden, ruft uns an. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.